Hallo, da bin ich wieder mit dem nächsten Dualseelenwochenorakel für die kommende Woche. Dieses Wochenorakel wird jetzt das letzte sein für die nächsten 3 Wochen. Ich bin jetzt ab kommenden Samstag 2 Wochen auf Urlaub. Das heißt, nach meinem Urlaub wird es wieder wie gewohnt die Dualseelenwochenorakel jeden Montag geben, so wie es eben meine Zeit erlaubt. Für alle, die zum ersten Mal zusehen, haben wir hier rechts die Gefühlsklärerseite. Das ist jetzt unabhängig davon, ob du männlich oder weiblich bist. Und das hier ist die Loslasserseite. Ich habe hier auch noch eine Karte aus dem Liebesorakel der Engel gezogen. Das ist zusätzlich noch eine Botschaft für diese Woche. Und ich starte schon mal gleich mit den Gedanken des Gefühlsklärers. Da haben wir den Seelenpartner, das Glück und den Kummer. Also er denkt schon sehr stark, dass ihr beiden Seelenpartner seid. Also in Gedanken ist es bei ihm schon angekommen, dass es hier um eine Seelenpartnerschaft handelt, dass diese Seelenpartnerschaft für ihn auch Glück bedeutet, aber es ist das Ganze noch geprägt von Kummer. Diese ganze Konstellation bringt ihm auch ein bisschen Kummer. Wahrscheinlich auch wegen den Lernaufgaben, die so eine Dualseelenpartnerschaft mit sich bringt. Da ist auch oft für beide Seiten sehr viel Kummer in dem ganzen Prozess, bis es eben zu einer Erklärung kommt. Und das macht ihm halt jetzt diese Woche sehr, sehr starken Kummer. Und ja, wie gesagt, in Gedanken hat er diese Seelenpartnerschaft schon. Also wenn du dich gefragt hast, ob dein Gefühlsklärer oder deine Gefühlsklärerin überhaupt merkt oder spürt, was da los ist, kann ich definitiv sagen, ja, er merkt das, er weiß es auch, es ist in seinem Kopf, dass ihr beiden wirklich hier Dualseelen seid, dass ihr Seelenpartner seid. Es bringt ihm auch irgendwie Glück. Es war für ihn auch Glück, dass er dich gefunden hat. Aber das Ganze ist bei ihm vom Kopf her auch noch so, dass es ihm noch sehr viel Kummer bringt, das Ganze. Schauen wir uns dann seine Gefühle an diese Woche. Da haben wir den Neuanfang, die Hoffnungslosigkeit und den Umzug. Also gefühlsmäßig schaut es diese Woche bei ihm so aus, dass hier ein Neuanfang, dass er spürt, dass ein Neuanfang mit dir hier hoffnungslos ist. Das spürt er auch bei seinen Gefühlen, dass es hier sehr viel Hoffnungslosigkeit gibt. Das bringt ihm auch hier den Kummer, dass wir ihm Gedanken haben. Und er spürt auch, dass er sich diese Woche von dir ein Stück weit zurückziehen soll, dass er hier mit dem Umzug, ist er nicht immer ein Umzug in dem Sinn gemeint, dass man in eine neue Wohnung, in ein neues Haus zieht, sondern er spürt hier, dass er sich aufgrund dieser Hoffnungslosigkeit, die er momentan in seinen Gefühlen hat, dass er sich da jetzt ein Stück weit auch von dir zurückzieht, um hier wieder ein klares Denken zu haben, beziehungsweise um diesen Kummer auch, an den er denkt, hier auch ein Stück weit zu verarbeiten. Das gelingt ihm momentan auch auf der Gefühlsebene so, dass er hier wirklich den Neuanfang noch nicht so recht spürt, dass er spürt, dass das hoffnungslos ist und dass hier einfach auch ein Rückzug, was seine Gefühle betrifft, ja, dass er sich da hier auch gefühlsmäßig wieder zurückzieht, weil er eben das Gefühl hat, das Ganze ist hoffnungslos. Warum er dieses Gefühl hat, kann man hier nicht sagen. Also da wäre eine Blockadenlegung natürlich sehr, sehr interessant für alle Dualseelen. Und ja, den Kummer, den er hat, das ist wirklich hier auch sehr, sehr stark präsent, dass er eben auch gefühlsmäßig merkt, dass es hoffnungslos ist. Er ist sehr Kopfmensch immer noch, obwohl er schon merkt, dass es hier eine einzigartige Verbindung zwischen euch gibt. Aber das bringt ihm Kummer. Auch auf der Gefühlsebene. Wir wissen ja, dass Gefühlsklärer nicht so auf ihre Gefühle hören, sondern eher auf den Verstand. Und das bringt ihm jetzt wirklich auch sehr viel Kummer. Und er versucht vielleicht auch noch mit dem Rückzug hier wieder, das alles wieder mehr mit dem Kopf auch zu denken. Dass er wieder, dass er hier die Kontrolle nicht aufgeben möchte. Vielleicht denkt er auch ein Stück weit, er gibt jetzt
oder er verliert seine Kontrolle über die ganze Situation. Und das ist jetzt so diese Woche, dass er wieder versucht, die Kontrolle für sich zu gewinnen, weil er eben einfach das Ganze auch nicht zulassen möchte. Das heißt, er versucht diese Woche auch gefühlsmäßig wieder mehr in Richtung Verstand zu gehen. Das ist ja klar, Gefühlsklärer brauchen da wirklich oft länger, mit dem Herzen auch zu handeln. Und er merkt das, dass es in diese Richtung geht und das gefällt ihm nicht, das tut ihm nicht gut, wie er denkt. Aber das ist seine Lernaufgabe und er versucht jetzt wieder, das Ruder so umzureißen, dass er wieder die Kontrolle über die ganze Situation bekommt. Das ist natürlich auf der Seite des Gefühlsklärers nicht ganz so gut, weil eben sein Entwicklungsweg so sein muss, dass er auf sein Herz hört. Und jetzt sieht man schon, dass er mit dem Verstand wieder versucht, das alles wieder schön zu reden. Dass er hier wirklich wieder in den Verstand geht. Aber wie gesagt, das ist nur ein Wochenorakel. Diese Woche wird es halt wieder zurückziehen seinerseits kommen. Und vielleicht, wenn er sich auch so nicht zurückzieht, wenn er sich bei dir meldet, wirst du auch sehr schnell merken, dass irgendetwas bei ihm auch nicht stimmt, weil er hier sehr viel Kummer hat. Also wenn er sich dir gegenüber diese Woche komisch verhält, hab Nachsicht mit ihm. Es ist jetzt wirklich ein sehr starker Lernprozess bei ihm, das ihm auch ein Stück weit Kummer bringt und das hat nichts mit dir zu tun. Da würde ich an deiner Stelle wirklich das nicht so sehr auf dich zurückschließen, wenn er jetzt so drauf ist. Schauen wir uns seinen nächsten Entwicklungsschritt an. Da haben wir die Erschöpfung, die Eifersucht und die Affäre. Also bei ihm geht es diese Woche sehr stark um diese Erschöpfung, sehr stark um diesen Kummer, sehr stark um diese Hoffnungslosigkeit. Aber damit verbunden ist auch eine gewisse Eifersucht. Das heißt, er bringt schon eine Eifersucht mit an den Tag. Vielleicht bist du nicht mehr so präsent, dass du dich ihm nicht ständig bei ihm meldest oder dass du auch mit anderen Männern flirtest, wie auch immer. Bei ihm ist hier auch diese Woche Eifersucht mit ein Thema. Und das erschöpft ihn, das bringt ihm Kummer und das bringt ihm Hoffnungslosigkeit. Aber bei ihm ist auch eine Affäre diese Woche sehr wichtig. Das heißt, keine andere Frau oder so, sondern er wird wieder versuchen, auf dich zuzugehen, sich wieder versuchen, mit dir eine Affäre einzugehen, um hier quasi wieder die Kontrolle zu bekommen. Und man merkt aber schon, dass ihm dieser Kampf, dieser innerliche Kampf auch sehr erschöpft. Und es liegt jetzt an dir, ob du dich wieder auf diese Affäre mit ihm einlässt oder nicht. Vielleicht, das ist auch ein anderes Szenario, weil hier eben Eifersucht und Affäre liegt, gibt es bei dir eine Affäre, das ihm jetzt eifersüchtig macht. Dass er hier auf jemand anderes auch sehr stark eifersüchtig ist, weil du dich vielleicht für andere Männer interessierst. Das ist auch kann auch ein Thema sein. Das ist immer davon abhängig, wie deine individuelle Situation ist. Wie gesagt, das ist ein allgemeines Wochenorakel. Das kann nicht auf jeden zutreffen. Aber ich kann schon mal sagen, bei ihm ist diese Woche emotional sehr viel los. Schauen wir uns die Loslasserseite an. Die Gedanken des Loslassers. Die Nachricht versenden, die Trennung und den Sommer. Das heißt, der Loslasser hat diese Woche in Gedanken, dass er hier eine Nachricht sendet, dass er diese Situation nicht mehr möchte, dass man hier eine Trennung möchte. Weil man eben auch merkt, dass das Ganze hier, weil der Sommer bedeutet ja auch Sonne, Energie, Kraft, dass das Ganze auch wirklich Kraft raubt. Und der Loslasser hat diese Woche wirklich in Gedanken, seinen Gefühlsklärer zu schreiben oder seiner Gefühlsklärerin zu schreiben, man möchte das so nicht mehr. Man möchte sich hier von dieser Situation trennen, weil es einfach das Ganze ziemlich viel Kraft kostet. Es kostet ihm genauso viel Kraft wie dir. Und auf der Seite des Loslassers finde ich eine Trennung immer gut, denn dann kommt der Gefühlsklärer hier in seine Lernaufgabe. Und man sieht ja auch, dass er schon Kummer, dass er Erschöpfung hat. Wahrscheinlich auch, weil du hier in Gedanken hast, diese Trennung. Das heißt, wenn du das denkst, bekommt er das natürlich auch irgendwie mit. Du denkst an diese Trennung, du denkst an den Rückzug und er bekommt das auf telepathischer Ebene mit. Das heißt, das bringt ihm hier auch wirklich
gedanklich den Kummer, weil du dich auch hier von Nachrichten distanzierst. Es kann auch sein, dass du ihm keine Nachricht sendest über diese Trennung, sondern dass du hier jetzt einfach diese Trennung durchziehst, dass du hier einfach keine Nachrichten mehr sendest. Auch das kann bei ihm sehr viel Kummer auslösen. Auf der Loslasserseite finde ich das sehr, sehr gut, denn das hat doch was mit Selbstliebe zu tun und sich nicht einfach hier für eine Affäre hinzugeben. Schauen wir uns deine Gefühle an für diese Woche. Du versteckst deine Gefühle hier mit dem Geheimnis. Dann haben wir den Rivalen und die Beschleunigung. Das heißt, du hast hier auch auf Gefühlsebene den Eindruck, hier wirklich dich zu verschließen. Mit dem Rivalen kann ja hier auch sein, dass es hier dein Gefühlskehrer ist, weil der Rivale immer wieder ein Mensch ist, mit dem keine Beziehung möglich ist. Das heißt, auch du wirst ihm gegenüber auch gefühlsmäßig dich verschließen und du wirst es auch sehr schnell machen. Du wirst vielleicht auch hier diese Trennung, die du in Gedanken hast, auch wirklich durchziehen und du wirst es auch gefühlsmäßig sehr schnell durchziehen, dass du hier auch keine richtigen Gefühle mehr zulässt zu deinem Gefühlsklärer, dass du ihm das einfach hier nicht mehr so vermittelst. Als nächstes schauen wir uns dann noch deinen nächsten Entwicklungsschritt an. Da haben wir die Beziehungsarbeit, die Leidenschaft und den Herbst. Das heißt, für dich ist diese Woche eine Beziehungsarbeit sehr wichtig. Für dich ist es diese Woche wichtig, an dieser Beziehung zu arbeiten, wenn du hier diese Trennung und diese Verschlossenheit hier auch wirklich durchziehst. Es ist aber auch noch eine gewisse Leidenschaft bei dir im Spiel, das ist ja klar. Man mag sich ja trotzdem, auch wenn man diese Lernaufgaben hat. Aber du wirst hier auch wirklich an dieser Beziehung auch arbeiten, indem du hier auch wirklich konsequent bist. Und du wirst dann hier auch wirklich eine gewisse Leidenschaft auch ernten. Das heißt, du wirst an dieser Beziehungsarbeit auch wirklich rangehen und dadurch auch wirklich viel Leidenschaft ernten. Leidenschaft auch für dich, dass du wieder merkst, dass du dir wichtig sein musst, unabhängig davon, was er macht. Es kann aber auch sein, dass du durch diese Beziehungsarbeit, diese Leidenschaft zwischen euch wieder mehr spürst diese Woche. Wenn du mehr in den Rückzug gehst, wird er wieder ängstlicher. Und du spürst dann auch wieder, dass nach wie vor diese Leidenschaft bei euch da ist. Egal wie lange ihr euch schon kennt oder egal wie lange ihr schon keinen Kontakt habt. Du wirst diese Woche auch wieder diese Leidenschaft ernten und diese Leidenschaft auch spüren. Sehr, sehr interessant für alle Dualseelen. Schauen wir uns dann noch die Wochenbotschaft für den Gefühlsklärer an. Was die Engel hier dem Gefühlsklärer raten. Da haben wir es ja schon, Rückzug. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Das heißt, diese Woche, wie ich schon gesagt habe, hier mit dem Umzug, wird es zu einem Rückzug auch von seiner Seite kommen. Das heißt, er wird sich ein Stück weit zurückziehen, er wird sich nicht so recht hinter die Fassade blicken lassen. Es ist jetzt wirklich eine Lernaufgabe für ihn, sich auch ein Stück weit zurückzuziehen, auch von der Welt zurückziehen, nicht nur von dir, sondern generell von Freunden, Familie ein Stück weit. Und hier wirklich auch den Kummer verarbeiten zu können. Und dazu braucht er jetzt einfach auch diesen Rückzug, auch den Rückzug von dir. Und auch wenn es hier zu keinem Rückzug von ihm kommt, wenn er sich trotzdem meldet, wird man auch merken, dass noch immer ein Stück weit Distanz zwischen euch ist. Das ist aber nicht schlimm. Das ist diese Woche auch die Lernaufgabe von ihm oder auch von dir. Ihr seid ja eines, kann man sagen. Und hier ist der Rückzug bei ihm auch sehr, sehr wichtig. Schauen wir uns dann noch die Botschaft für den Loslasser an. Und da haben wir romantische Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Das heißt, du sollst deiner Gefühle vertrauen,
so wie du liebst, so wie du deine Gefühle hast, so ist es richtig. Und du kannst auch hier wirklich vertrauen, dass das, was du denkst, dass das, was du fühlst, auch hier mit dem Rückzug, mit dem Verschließen, dass das hier für dich diese Woche sehr richtig ist und dass du hier wirklich auch bei dir bleiben kannst, was deine Gefühle betrifft. Das war es jetzt von mir, von diesem Dualseelenwochen-Orakel. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ich bekomme wieder so nette Feedbacks von euch, wie es für diese Woche für euch stimmig war, was sich bei euch so ergeben hat. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen-Orakel dann in 3 Wochen wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Diese Woche habe ich noch einige Legungen vor mir. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in 3 Wochen wieder wie in gewohnter Manier bei dieser Dualseelenwochen-Orakel dabei seid. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Alles Liebe, tschüss!